Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich schon auf die hoffentlich kreativen Angriffe der demokratischen Parteien, auf die AfD, meine SPD, CDU, die Grünen, naja. Pflegekräfte sind mitfühlend, empathisch und unterstützend. Die allermeisten wünschen sich vorrangig dazu beizutragen, dass Menschen gut betreut und versorgt sind. Sie benötigen jedoch entsprechende Bedingungen für ihre Arbeit und Möglichkeiten, ihr Privatleben nach eigenem Wunsch zu gestalten. Dazu gehört auch Planbarkeit und ein faires Gehalt. Frau Prell hat besonders also Alterspflege angesprochen, aber Problematik der Pflege ist ein bisschen breiter. Wir wissen, dass trotz den jahrelangen Besprechungen und vielen Reden bis jetzt wenig passiert ist. Die Pflegekräfte wissen in der Regel genau, was sie sich von einem Arbeitgeber wünschen. Gemäß einer Plattform Care Rockets Umfrage 2022 sind die wichtigsten Punkte, die sich eine Pflegekraft wünscht, insbesondere die Arbeitsbedingungen, fester Arbeitsplatz, Teamarbeit, besonders planbare Arbeitszeiten, familienfreundliche Arbeitsmodelle und wenig Bürokratie, eine gute Digitalisierung, laufende praxisbezogene Weiterbildung. Problematik bei der Pflege beginnt bereits in der Ausbildung. Im Jahre 2021 hatten wir bundesweit nach statistischen Angaben um die 56.000 Pflegeauszubildende. Die Situation mit Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass man etwas weniger streng auswählt für die Ausbildungsberufe. Und es führt auch dazu, dass ungefähr 30% der Auszubildenden ihre Ausbildung abbrechen, wobei man darf auch nicht verschweigen, dass die Ausbildung aus Zeitmangel in wenig praxisnah und unter hohem Zeitdruck stattfindet. Man sollte sich vorstellen, wie es in den Pflegeheimen aussieht, wenn man dort kommt und eine Pflegekraft in der Nacht bis zu 60 Insassen zu pflegen hat. Und das ist dann auch ohne große Unterschiede zwischen den Pflegegraden. Wir wissen, in Krankenhäusern, in Deutschland, bitteschön, in Krankenhäusern haben wir in den Notaufnahmen häufig Patienten, die kommen übers Wochenende unter der vielsagenden Diagnose Allgemeinzustandverschlechterung, Verdacht auf Apoplex. Wenn man sich dann die Zustände und die Laborbefunde anschaut, sieht man, dass die Menschen erstmal sehr ausgetrocknet sind, weil sie eben zu wenig getrunken haben oder zu trinken angeboten bekommen haben und auch eine Menge von sedierenden Medikamenten haben. Wenn man die Patienten dann 2 Tage rehydratiert und die sedierenden Medikamente absetzt, dann sind die plötzlich ganz andere Menschen. Die Pflegesituation in den Altersheimen ist zumindest teilweise schuld an diesem Zustand, weil man der Pflege nicht genug Zeit widmen kann. Das, was sich die Pflegekräfte auch wünschen. Und das muss sich ja ändern und nicht nur durch Plattformen und Gesprächskreise und gute Worte, sondern durch Taten, insbesondere auch durch die Bezahlung. Wenn man betrachtet 38.000 Jahresgehalt pro Kraft in Deutschland, ist gegenüber zum Beispiel Belgien, wo 80.000 pro Jahr Gehalt üblich ist, ein Klacks. Da kann man sich nicht wundern, dass diese Menschen dann auch aus dem Beruf flüchten oder gar nicht antreten. Vielen Dank.